Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei ls22-tutorials.de. Heute geht es darum, Screenshots zu machen im LS22. Das hat auszublenden. Nervt mich. Vielleicht sogar beim Spielen auszublenden. Und um einige Befehle, die professionellere Screenshots ermöglichen. Also wirklich schöne Bilder aus dem LS22 zu machen. Dafür wechseln wir mal in genau diese Ansicht hier. Und ihr seht schon oben in der Ecke, sieht nicht so richtig schön aus. Und direkt hier neben mir ist auch noch so ein kleines Überbleibsel von dem HUD. Auch das würde ich natürlich gerne ausschalten. Wir können es doch auch nochmal hier auf den ganz Bildschirm sehen. Also ihr seht, diese Sachen möchte ich entsprechend weghaben. Ne? Das hier können wir natürlich immer schon ausschalten, die Kamera, also die Karte. Dem wir das durchklicken. F1-Menü müssen wir auch nicht immer anzeigen lassen. Aber das HUD bekommen wir in der Form nicht weg. So, das möchten wir aber. Dafür müssen wir die Konsole öffnen. Das ist diese Taste, das kleine Häuschen mit dem Kreis drüber. Links neben der 1 auf der Tastatur und da seht ihr, wie die Konsole aufgeht. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr das einstellt, dass ihr die Konsole öffnen könnt, dann empfehle ich euch zwei Videos von ls-22-tutorials.com. Ich habe es verdaddelt. Es heißt natürlich ls-22-tutorials.de. Ist auch oben, ne, in der Ecke nochmal verlinkt, diese beiden Videos. Da geht es ums Fliegen im ls-22. Bringt übrigens auch was, wenn ihr schöne Screenshots machen wollt. Und Geld cheaten, Geld erwirtschaften. Auch da kommt ihr diese Information, wie ihr an diese Konsole rankommt und wie ihr diesen Cheats-Befehl einstellt. Den benötigt ihr nämlich, um einige von diesen Befehlen hier auszuführen. Also, ich bin hier gerade in der Konsole. Ihr seht auch noch, Player Flight Mode ist noch immer an. Ich aktiviere die Eingabe auch wieder mit diesem Häuschen oben. Und dann geht es darum, das HUD erstmal auszuschalten. Ne? Da gibt es einen ganz einfachen Befehl. GS HUD. Und dann warten wir mal ab. Ich drücke mal die Tab-Taste. Das sind eben diese beiden Pfeile auf der Tastatur. Eben direkt unter dieser Taste mit dem Häuschen. HUD Visibility. Und dann seht ihr schon, wird das entsprechend ausgeschaltet. Jetzt ist das HUD tatsächlich weg. Und jetzt haben wir natürlich ein deutlich schöneres Bild. Wir können so spielen, wir können so Screenshots machen. Ganz entspannt. Und natürlich an dieser Stelle sei gesagt, es kommen noch drei weitere Befehle, die euch, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben, die machen das Ganze noch mal ein bisschen spannender. Aber jetzt müsst ihr natürlich auch noch wissen, wie ihr denn einen Screenshot macht. In der Regel geht das über die Drucktaste. Bei mir geht hier so ein entsprechendes Menü auf, weil ich so ein extra Menü habe. So ein Greenshot nennt sich das. Den möchte ich aber jetzt nicht haben. Ihr könnt das natürlich einstellen in den Spieleinstellungen. Da gibt es im Tastaturlayout die Möglichkeit. Müssen wir mal gucken, wo das ist irgendwo. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Sonst Fahrzeugmaschine ist es bestimmt nicht, Fahrzeug auch nicht. Da gibt es auf jeden Fall irgendwas, wie ein Screenshot machen. Fahrzeug Armet, Fahrzeug Kran, ganz viel Spiel. Da wird es irgendwo sein. Spiel pausieren gibt es da entsprechend. Da muss Screenshot speichern, da steht es drin. Ich lege das immer bei mir auf Alt P. So, dann sollte nämlich in der Regel. Ach, da ist die Charaktererstellung auch drauf, die ist jetzt neu. Na, dann haben wir natürlich ein kleines Problem. Ich speichere das trotzdem mal. Guck mal, ob das, was da passiert jetzt. Okay, ein Charakter ist auf jeden Fall der Screenshot gespeichert worden. Das steht übrigens auch in der Konsole hier, seht ihr es an der Stelle. Ihr seht dann auch da, wo die Screenshots abgelegt werden, ne? Die hier entsprechend gemacht werden. Ihr könnt diesen Pfad tatsächlich auch verändern. Falls ihr das mal wissen möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare rein, dann machen wir vielleicht nochmal ein Video dazu. So, also, wir haben jetzt das HUD ausgeschaltet, wir haben schon mal einen Screenshot gemacht. Ne? Wir haben auch die Tastaturbelegung dafür uns angeguckt, in der Regel eben auf Druck. Und jetzt geht es aber natürlich noch dazu, ihr wisst ja, Flugmodus anschalten und dann könnt ihr entsprechend hiermit durch die Gegend fliegen. Falls ihr die Befehle nicht mehr kennt, dann guckt gerne in unserer auf die Seite, auf die Webseite rauf oder eben in das Video, das verlinkt ist. Da findet ihr das nochmal. So, jetzt möchte ich aber vielleicht hier in dem, was weiß ich, suchen wir mal Cetos. Die sind ja relativ schön, ne? Sind ja
von Pininfarina designt worden. Wissen nicht viele, ist aber für dieses Video völlig belanglos. Also, der Zetor im Shop, vielleicht möchte ich da irgendwie einen coolen Screenshot von machen. Und auch hier in der Halle sieht ja cool aus, aber ich habe jetzt hier dieses HUD darüber. Und auch das könnt ihr tatsächlich ausblenden. Da gibt es einen Befehl, der da heißt GS, jetzt muss ich gerade eben nochmal gucken, Shop UI Toggle heißt der, glaube ich. UI Toggle, da haben wir es. Und ihr seht schon, dann ist das Ding aus. Und jetzt könnt ihr einen ziemlich coolen Screenshot hier mit diesen Lichteffekten im Hintergrund machen. Könnt natürlich entsprechend hier drehen. Ne? Eben wo ihr den gerade sehen wollt. Und dann habt ihr auch da wieder einen relativ coolen Screenshot gemacht. So, und auch das schalten wir wieder an. Das macht er eben, indem er das wieder zurück macht. Shop, UI, Toggle. Und dann ist das ganze Ding wieder da. Ihr wollt es ja auch benutzen. Das zum Thema Shop. Gehen wir da mal raus. Dann gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten. Also, wenn ich dieses Gerät jetzt da zeigen möchte, seht ihr, ich habe jetzt hier so einen bestimmten Blickwinkel und ich möchte vielleicht das in einer Detailaufnahme zeigen und irgendwie ein bisschen, das soll mal was anderes sein. Ne? Dafür gibt es weitere Befehle. Die heißen zum Beispiel GS, hat sich jetzt verändert, Kamera Offset. Das ist Field of View, ist eben der Winkel, Weitwinkel oder Kurzwinkel, den wir da haben. Und da könnte man zum Beispiel diese 30 eintragen und dann seht ihr schon, das ist ein deutlich detaillierteres Bild, aber ich habe das wirklich sehr, sehr ausfüllend, diesen Traktor. Ne? Und kann damit tatsächlich relativ coole Bilder machen. Kann, ne? Da müsst ihr mal gucken, ob das die Taschenlampe, ob die die anmachen wollt oder eben nicht. Und da seht ihr, verändert sich wirklich die entsprechende Darstellung. Und ihr könnt aber natürlich auch die andere Richtung wählen. GS, Kamera, Offset, also Field of View. Und dann nehmen wir mal 90. So, und jetzt haben wir natürlich eine Weitwinkel, ne? Wie nennt man, Fischaugenperspektive. Und wenn ihr jetzt natürlich hochfliegt, dann habt ihr natürlich auch wieder ganz andere Bilder von hier oben. Da habt ihr einen viel größeren Winkel und das können wir natürlich noch auf die Spitze treiben. Ne? Ich mach mal irgendwas ganz Hohes. 150. Das ist natürlich verrückt. Also dann sieht man einfach gerade hier vielleicht wirklich ein bisschen zu krass. Ne? Ihr könnt natürlich auch hier wieder hochfliegen. Habt dann relativ viel von der Karte zu sehen. Also wie gesagt, habe ich vielleicht ein wenig übertrieben. Bei dem Silo wirkt das auch gerade ein bisschen abgefahren, wenn ich da so rankomme. Ne? Also, wie gesagt, das solltet ihr wieder zurück machen. Wenn ihr sagt, okay, jetzt wie komme ich denn jetzt wieder zurück zu der Nummer? Da gibt es einen einfachen Befehl, der heißt -1 als Wert und dann stellt er den Standardwert, den ihr bei euch im Spiel eingestellt habt, wieder zurück. Und dann seid ihr wieder bei dem normalen Wert unterwegs. So, wenn ihr manchmal in Details unterwegs seid, jetzt müssen wir mal gucken, meine Karte ist eigentlich ganz gut eingestellt, aber wir können das ja mal machen, dass wir das Field of View relativ hoch stellen. Ach ne, Moment. Kamera, Field of View Set. Wir machen das mal auf 10. So, und dann seht ihr schon, dass in der Ferne die Details natürlich ein bisschen nachlassen, weil die einfach weit weg sind. Also die Bäume zum Beispiel, die da hinten stehen, die sind total zerrissen. Obwohl das manchmal Sinn ergibt, wenn man solche, also in dem Fall vielleicht nur so bedingt, was ist mich hier eingestiegen, aber manchmal ergibt das irgendwie Sinn, dass man sowas macht. Aber dann möchte ich natürlich, dass die Bäume da im Hintergrund auch gut aussehen. Und jetzt gibt es was, das mit Vorsicht zu behandeln ist. Das ist dann wirklich nur für den Screenshot, nicht fürs Weiterspielen, weil das Performance fressen kann, und zwar enorm. Und ihr könnt es auch, soweit ich weiß, nicht mehr wieder ausstellen. Das ging im LS19 auf jeden Fall nicht. Vielleicht geht es jetzt, wir testen es mal aus. GS Set High Quality. Und jetzt habt ihr schon im Hintergrund gesehen, ach, guck mal hier. Usage Factor 5, GSet Factor Default 5. Activated. Na, guck mal an. Man kann tatsächlich noch was nachträglich einstellen. Und jetzt seht ihr, die Bäume, die gerade so völlig zerrissen waren, die haben jetzt Detailtiefe bekommen. Ne? Die sind jetzt wirklich auch in der Ferne komplett detailliert aufgelöst. Aber wie gesagt, das kann natürlich dazu führen, und ihr seht übrigens auch da hinten die BGA, komplett aufgelöst. Ne? Das kann natürlich dazu führen, dass, guckt mal da,
Also wie weit wir jetzt eigentlich davon weg sind von diesem Riesending und trotzdem ist es sehr stark aufgelöst. Also in manchen Screenshots mag das Sinn ergeben. Jetzt in unserem Fall ist es dann vielleicht auch ein bisschen too much mit dieser Nähe. Obwohl es auch wieder cool aussieht. Ne? Also hier, so könnt ihr sowas natürlich entsprechend machen. Eine letzte Sache noch, bevor wir hier weitermachen. Manchmal stimmt die Tagesstimmung natürlich nicht so richtig. Ne? Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, mal gucken, Timeset ist es. Was haben wir so? 19:30 ist oftmals so eine schöne Abendstimmung. Ja, 19 Uhr ist doch schon super. Sehe ich doch schon. Ne? Dann haben wir sattere Farben. Das ist ein bisschen, sieht ein bisschen besser aus. Und dürft ihr natürlich selber entscheiden, was da für euch die passende Zeit ist. Also wir haben jetzt die Zeit auf 19 Uhr gestellt mit diesem Set Time. Mal gucken. GS Time Set. Ja, und dann könnt ihr entsprechend die Tageszeit hier einstellen. Daytime, Day. Und das anpassen. Ihr könnt natürlich jetzt auch, ne, GS Time Set, machen wir mal 6 Uhr morgens. Und dann verändert sich, habt ihr gesehen, gerade hat einmal durchgeflackert und dann verändert sich natürlich die Lichtstimmung so ein bisschen, weil jetzt kommt das Licht doch von der anderen Seite. Und dann könnt ihr gucken, wie euer Motiv gerade eben die beste Tageszeit hat. Testet das ein bisschen durch und dann kann ich euch nur empfehlen, ne, guckt, dass ihr nachher die Sachen wieder ein bisschen zurücksetzt, wenn ihr den weiterspielen wollt. Kamera, habe ich ja gesagt, ist -1. Die Tageszeit müsst ihr halt entsprechend einstellen, so wie es ist. Auch krass, ne? Wie weit ich jetzt eigentlich wirklich weggestanden habe von dem Gerät. Also spielen kann man so da natürlich wirklich nicht. Hat, müssen wir noch wieder einblenden, ne? Also dafür braucht ihr einfach nur das Hat wieder anstellen, Visibility. Und dann haben wir oben das zwar nicht so schöne Hat, was anzusehen ist, aber natürlich nutzbar. Ja, und ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir haben jetzt einige Konsolenbefehle gemacht. Ihr findet diese Konsolenbefehle natürlich auch wieder auf der Webseite. Ich lese sie nicht nur mal vor, steht da unten auch nochmal beschrieben. Ansonsten auch verlinkt in der Videobeschreibung. Und dort haben wir die Konsolenbefehle, die wir heute erklärt haben, nochmal so ein bisschen ausgeführt erklärt. Aber nur kleine könnt ihr sie nachlesen und nochmal selber eingeben. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Däumchen da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier auf LS-2000. Ich krieg das nicht mehr hin. Liebe Leute, macht das hier aus. Einen schönen Tag noch.